Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute besuche ich die Albrechtsburg in Meißen. Sie gilt als Meisterwerk spätgotischer Architektur und beeindruckt durch eine außergewöhnliche Geschichte. Und diese möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Im Jahr 929 ließ König Heinrich I. auf einem Felsen über der Elbe eine erste hölzerne Wehranlage errichten. Es entstand die Burg Misny, die laut des Chronisten Tietmar von Merseburg in einem bewaldeten Hügel lag und deren hölzerne Bauten von einer Holz-Erde-Mauer umgeben war. Meißen wurde mit der Errichtung der Burg zum Mittelpunkt der Grenzmark Meißen. Kaiser Otto I. setzte um 965 einen Markgrafen in der Meißner Burg ein und machte die Burg wenig später auch zum Zentrum des von ihm gegründeten Bistums Meißen. Als Standort von Markgraf und Bischof kamen Meißen zwei wichtige Rollen zu: die Beherrschung und die Christianisierung der eroberten slawischen Gebiete. Die nächsten Jahrhunderte sind geprägt von einem ständigen Machtwechsel. Die Burg Meißen war zum zentralen Ort des Burgwarts, also eines größeren Herrschaftsgebietes geworden. Die Herzöge von Böhmen und Polen versuchten im 10. und 11. Jahrhundert ihre Macht auszudehnen. In diesem Spannungsfeld verlief die Geschichte der Burg sehr ereignisreich. Die Burg war keinesfalls sicherer deutscher Reichsbesitz. 1125 wurde Konrad I. von Wettin vom Kaiser als Markgraf von Meißen eingesetzt. Es war ihm gelungen, durch Geschick und Tatkraft ein großes Territorium unter seine Herrschaft zu bringen, dessen Zentrum Meißen war. Im Jahr 1423 wurde Friedrich IV. Der Streitbare zum Kurfürsten von Sachsen ernannt. Seine Enkel Ernst und Albrecht herrschten ab 1464 gemeinsam über Sachsen und Thüringen und beauftragten den Baumeister Arnold von Westfalen. An der Stelle der alten Markgrafenburg sollte das erste deutsche Schloss errichtet werden. Auch wenn das Schloss eigentlich als Residenz für die beiden Fürsten angelegt worden war, wurde es nie als solche benutzt. 1485 wurde die Regierung der beiden Brüder aufgehoben und das Land zweigeteilt. Albrecht, der Albertiner, erhielt die meißnischen Gebiete mit dem neu erbauten Schloss und den späteren Thüringer Kreis. Sein Bruder Ernst die übrigen thüringischen Gebiete und das Herzogtum Sachsen mit Wittenberg, an das die Kurfürde gebunden war. Das Schloss wurde 1676 auf den Namen Albrechtsburg getauft. Doch erst sein Sohn Georg der Bärtige nahm die Albrechtsburg als Residenz in Anspruch. Das erste Obergeschoss wird von zwei großen Hallen eingenommen. Sie sind mit Fensterfronten versehen und haben eine gewölbte Decke. Der zentral gelegene Saal, zu dem der Haupteingang des großen Treppenturms führt, war der große Tanzsaal des Schlosses, der gelegentlich genutzt wurde. Er war nicht beheizbar und erfüllte im Alltag die Funktion eines Kommunikationsbereiches zwischen den umliegenden Treppenhäusern und Räumen. Schauen Sie einmal nach oben. Sie sehen ein kunstvolles Deckengewölbe. Zellengewölbe sind vielleicht das wichtigste architektonische Element der Albrechtsburg. Offenbar wurde dieser besondere Gewölbetyp eigens für die Albrechtsburg erfunden. Markant sind seine gefalteten Gewölbeflächen, die ein raffiniertes Spiel aus Licht und Schatten erzeugen. Die Fenster nennt man Vorhangbogenfenster, weil sie wie Vorhänge aussehen. Sehen Sie sich einmal um. Ich möchte Ihnen einige Personen auf den Bildern vorstellen. Das ist Otto II., der Reiche. Otto war der Sohn von Konrad dem Großen. Er war lange Zeit Markgraf von Meißen.
Otto siedelte Bauern im Erzgebirgsvorland an. Um 1168 wurde im Gebiet des von Otto gestifteten Klosters Alzella in der Nähe von Nossen Silber gefunden. Otto gelang es, belehnt zu werden. Das sicherte ihm das Recht auf Abbau aller Bodenschätze in seinem Herrschaftsgebiet. An der Stelle des Silberfundes entstand die Stadt Freiberg. Das Auffinden von Silber zog die Gründung der Freiberger und der Leipziger Münze durch den Markgrafen nach sich. Auf der anderen Seite des Fensters hängt das Bild seiner Frau Hedwig. Sie hält etwas in der Hand. Es ist das Kloster Alzella. Hedwig hat das Kloster bauen lassen. Sie hatte großen Einfluss auf ihren Mann. Hedwig und Otto hatten zwei Söhne. Auf dem Bild hält sie den jüngeren Sohn im Arm. Er heißt Dietrich. Albrecht der Stolze war der älteste Sohn von Otto und Hedwig. Er sollte eigentlich Herrscher werden, weil er der ältere Sohn war. Die Eltern wollten aber lieber seinen Bruder Dietrich als Nachfolger. Es gab einen sehr großen Streit zwischen Albrecht und seinem Vater Otto. Albrecht gewann und wurde Markgraf von Meißen, jedoch nur für 5 Jahre. Dietrich wurde auch der Bedrängte genannt, weil sein Bruder ihn sein Leben lang unterdrückte. Dietrich tötete seinen Bruder mit Gift und war danach 23 Jahre lang Markgraf von Meißen. Farbenprächtig ist sie ausgemalt, filigran in der Architektur und mit historischen Glasmalereien. Besonders war die Kapelle auch in ihrer weiteren Funktion. Das Tor im Kapellenturm ermöglichte den Ein- und Ausgang unabhängig des stadtseitigen Tores. Somit war die Hauptburg zwar eigens gesichert, aber trotzdem mit dem extra befestigten Elbhang verbunden. Im Notfall konnte man hier die Burg feldseitig verlassen, ohne dass es jemand merkte. Festlich gekleidete Personen ziehen in einen hellen Saal ein. Lange Tische biegen sich vor üppigen Speisen. Vom Trompetenstuhl spielt Musik. Die Unterbringung der zahlreichen Gäste samt Gefolge im Schloss und in der Stadt, besonders aber die Ausrichtung des Banketts, sind eine logistische Herausforderung für den kleinen Hof von Herzogin Sidonia. Wärmende Wandbehänge, lange Tischplatten, Feuerschalen, schneegefüllte Kühler, Holzbänke, schwere Überwürfe, gewebte Stoffe und kostbare Prunkgefäße sind eigens für diesen Anlass in die große Hofstube gebracht worden. Sidonia, eine böhmische Königstochter, ist oft allein zu Hause. In der Albrechtsburg, die damals am Ende des 15. Jahrhunderts nur Neues Schloss genannt wird. Sie verfasst Dutzende Briefe, einen auch mit der Bitte, ihr mal wieder Eichhörnchen zu bringen. Zum Essen natürlich, denn Eichhörnchen galten damals als wahre Delikatesse. In dieser großen Hofstube hielt sich die Gesellschaft bei Hofe Ende des 15., Anfang des 16. Jahrhunderts auf. Hier wurden auch 2-mal täglich die Mahlzeiten vom männlichen Hofstaat eingenommen. Ein großer Kachelofen beheizte den Raum, im Gegensatz zum großen Saal, der unbeheizt blieb. Zwischen beiden Räumen liegt über der Verbindungstüre eine Musikantenempore, geschickt gelöst, denn so konnte man bei Bedarf und größeren Festen beide Räume bedienen.
Sidoni von Böhmen war die Tochter des böhmischen Königs Georg von Podiebrad und wurde durch die Heirat mit Albrecht sächsische Herzogin. Dieses Gemälde ist das Wandbild mit der wohl tiefsten Gefühlswirkung in der Albrechtsburg. Das Verlobungspaar schreitet in einem Festzug aus Geistlichen und Edelleuten die Stufen eines palastartigen Gebäudes hinab, während das Volk ergriffen zuschaut. Hinter dem 16-jährigen Albrecht und der 9-jährigen Sidonia stehen an der linken Seite die beiden Väter, Kurfürst Friedrich der Sanftmütige von Sachsen und Georg von Podiebrad mit der böhmischen Königskrone auf dem Haupt. Die Feierlichkeiten, die am Martinstag, dem 11. November 1459 stattfanden, standen im Zusammenhang mit weitreichenden politischen Verhandlungen. Schon im April des gleichen Jahres kam es dann zum Abschluss des Vertrages von Eger, der das Verhältnis zu Böhmen bereinigte und einen gegenseitigen Gebietsaustausch vorsah. Diese Vereinbarungen sollten schließlich durch eine Hochzeit bekräftigt werden. Die auch durch den Prinzenrau bekannten Brüder Ernst und Albrecht lebten gemeinsam mit ihren Frauen im Dresdner Schloss, später auf der Meißner Burg. 1485 erfolgte die Teilung des Landes. Albrecht führte Krieg gegen die Niederlande und Sidonia weigerte sich, ihm zu folgen und zog sich später auf die Albrechtsburg in Meißen zurück. Die kleine Tafelstube diente im 16. Jahrhundert der Fürstenfamilie als Speisesaal. So ein Apartment bestand aus einer beheizbaren Stube samt Schlafkammer mit Apportzugang. Üblicherweise lagen diese Räume nebeneinander. Hier jedoch verbindet sie eine in der Mauer verborgene Treppe. Die kleine Tafelstube gehörte mit dem darüberliegenden Wappensaal zu einem typischen Apartment. Diese beheizbare große Saalstube bildet mit der folgenden Kammer ein Apartment, das zeitweise bewohnt wurde. Dieser Raum wurde als Arbeitszimmer genutzt und deshalb richtete man ihn im 19. Jahrhundert mit Schreibtisch, Konferenztisch, Bücherbord und Globus im Stil der Neorenaissance ein. Georg der Bärtige war der älteste Sohn von Herzog Albrecht dem Beherzten und seiner Gemahlin Prinzessin Sidoni von Böhmen. Die innere Regierung führte Georg mit großer Einsicht und kluger Wirtschaftlichkeit. Bekannt wurde er besonders als entschiedener Gegner Martin Luthers und durch seinen Kampf gegen die Ausbreitung der Reformation. Er vertrieb mehr als 1000 Anhänger der evangelischen Lehre aus seinem Land, ohne doch dem um sich greifen der Reformation entgegensteuern zu können. Seine politische Stellung bestimmte die ererbte Spannung mit den ernestinischen Vettern, die seinen Gegensatz zur Reformation noch verschärfte. Da seine Kinder gestorben waren, entwarf Georg ein Testament, nach welchem seinem Bruder Heinrich und dessen Söhne Moritz und August die Erbfolge zustehen sollte. Bedingung war allerdings, dass diese zur römisch-katholischen Kirche zurückkehrten. Allerdings starb Georg, bevor er das Testament unterschrieben hatte, und so fiel das albertinische Herzogtum Sachsen an seinen lutherischen gesinnten Bruder, was er zu Lebzeiten vergeblich zu verhindern versuchte. Georg war 38 Jahre mit Barbara, der Tochter des Königs Kasimir IV. Von Polen, verheiratet. Nach ihrem Tod ließ er sich als Zeichen seiner Trauer den Bart wachsen, was ihm den Beinamen der Bärtige einbrachte. Georg der Bärtige verstarb 1539 in Dresden und wurde an der Seite seiner Frau in der Grabkapelle im Meißner Dom beigesetzt. Thank you.
zweiten Obergeschoss gab es für die Frauen einen Raum mit drei Fensterfronten, in dem sie ihre Mahlzeiten zu sich nahmen. Es gab weitere kleine Apartments und die Privaträume des Kurfürsten mit einem unglaublichen Ausblick auf die Elbe. Hier stehen die Ehefrauen wettinischer Herrscher im Mittelpunkt. Die Galerie der Fürstinnen beinhaltet 15 Medaillons. Mit seiner Helligkeit und dem außergewöhnlichen Schlingrippengewölbe ist er einer der schönsten Säle der Albrechtsburg. Er stammt aus der letzten Bauphase von 1521 und wurde für Herzog Georg den Bärtigen geschaffen. In den Schilden werden die Wappen von Thüringen, Sachsen, Meißen und Landsberg gezeigt. Im Schlussstein an der Decke sind alle Herrschaftswappen der Wettiner vereint. Meisterwerk des Treppenbaus ist der große Wendelstein, eine Treppe aus geschwungenen Stufen, die sich um eine filigran aufgelöste Spindel winden. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!